Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha, hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Okay, also, wir holen jetzt unseren kleinen, aber feinen Anteil ab, würde ich sagen. Und damit geht's zu Pauli. Police say they still have no solid leads in the case of the audacious bank robbery that recently shocked the city. The victors of the Battle of the Grand Imperial, as it's become known, remain at large. The robbery, in which armed thugs emptied the vault and left a trail of dead, was one of the largest recorded in the state by dollar amount. Oh, okay. Wir reden über den Bankraub. And although successful, did not seem to be the work of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a courier journalist on the condition of anonymity. At the time of the robbery, the chief of police was adamant that those responsible would be brought to justice swiftly and that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be forthcoming. The chief of police has stated that those with any information about the robbery or the perpetrators can anonymously contact their local police station. As time passes, the greater the pressure on the chief to achieve results. If he's unable to secure justice for those slain that day, and due to the violence meted out, it must only be a matter of time before the G-Men take over. Thank you for listening. Now we take you back to some of the latest musical numbers. Super interessant, dass sogar das Radio davon berichtet. Das finde ich cool. Oh oh. Jetzt mal durchziehen sollen. Schöne Autowagen. Aber macht ja nichts. Wir haben genügend Kohle. Kaufen wir uns einfach zwei weitere. Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Was? Pauli?
Oh nein. Pauli? Oh Gott. Pauli? Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar. Kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und... danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Holly, ich muss los. Tut mir leid. Scheiße. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Okay. Wer wusste denn noch davon? Eigentlich. Eigentlich ja nur Sam. Beziehungsweise, naja, gut. Also, wir haben darüber im Auto geredet, aber. Er war ja auch nicht dabei, als Polly sagte, wann er das machen möchte. Wir haben noch einen weiteren Maulwurf. Noch ein Verräter in unseren Reihen. Ist der betrunken? Nein. Stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Pauli. Ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen.
Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier dein Anteil. Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Leb wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Na super. Super, super, super. Ach du Kacke. Jetzt bist du runter, sofort. Wer den Typen beseitigt, das war Nummer 1. Nummer 2. Was tust du, Sam? Lass! Geschäft ist Geschäft, Tom! Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Komm schon. Von deinen Freunden muss heute keiner mehr sterben, Tom. Nur du! Mach ihn kalt! Unser Schwarz an der Bar wird dir fehlen. Ach, mir nicht. Selbstgerechte Idiot. Dann steht auch noch einer. Ich sehe das doch. Du warst ein guter Kerl, Tom. Bring dich gut. Eine Schande. Fuck. Okay. Oh. Holy. Scheiße. Oh, Mann. Noch einer.
Ernsthaft? Na? Nicht gut, nicht gut. Na. Na komm, geh vorbei. Das hat er sich so gedacht. Das ist super, aber noch nicht. Das kriegen wir noch so hin. Guck an. Fix. Die erste Hilfe. Na? Junge. Das waren zwei auf dem Streich. Das war sehr, sehr gut. Da muss ich mich kurz selbst einmal loben. Gerne mit. Ach nee, es. Ah, nee, nee. Nehmen wir nicht mit. Hättest du noch Respekt für den Don, würdest du das lassen? Fuck! Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Mann! Ich weiß, du hast es getan! Na? Okay. Gehen dir die Leute aus? Das ist doch nicht vorbei, Tom! Salieri hat uns abgezogen! Euer vielleicht, aber mich? Ich bin bei sowas schlauer! Na? Von wegen. Ich
hält er aus? Naja, das kann man so auch nicht sagen. Ich dachte, ich wäre woanders. Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs! Schießt! Hey, hey, hier drüben! Oh, shoot! Holy. Okay, da liegt die Munition für die Tommy Gun. Nehme ich die Leber wieder mit. Finde Sam. Schön, dass du dir mehr Zeit verschafft hast. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Gehört. Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter.
oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinnie, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist doch schon alles. Dann muss das genug sein. Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann.
Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld, Arbeit, sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie, Familie ist für immer. Familie bleibt für immer. Das müsst ihr euch merken. Schönes Spiel. Hat mir sehr gefallen. Sehr, sehr, sehr. Das war tatsächlich teilweise sehr intensiv, ne? Mit den ganzen Bestrickungen. Und doch war das sehr straight. Was ich hieran natürlich mag, ist, dass es jetzt keine Open World so in dem Sinne war, sondern man wirklich geradlinig eine Story verfolgt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ich lese mir alles genau durch. Ansonsten habt einen schönen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Let's Play. Was auch immer es sein mag. Bis dann. Macht's gut. Ciao.